Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zu Alte Schule Daily. Ein langes Osterwochenende steht uns bevor und bevor ihr euch die Köpfe einschlagt, komme ich mit ein bisschen Unterhaltung ums Eck. Schaut mal hier, das gab es früher mal. Schallplatten mit Motorsounds drauf. Sowas haben Leute gekauft. Ich weiß nicht, ob man in 30 Jahren auch Schallplatten kauft mit den verschiedenen E-Motorgeräuschen der Formel E, aber wer weiß, was die Welt noch alles hervorbringt. Mein heutiger Gast musste sich mit sowas zum Glück nicht beschäftigen. Der hat noch was mit richtigen Motoren gemacht. Das ist eines seiner Bücher und ihr seht hier oben schon ganz klein den Namen. Heute geht es um Motoren und zwar um Rennmotoren und ich begrüße dazu ganz herzlich Professor Fritz Indra. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen. Na, wie geht's Ihnen? Naja, es ist deprimierend. Es scheint ja kein Ende zu nehmen. Aber wenigstens bringt die alte Schule so ein bisschen Abwechslung, da muss man sich ein bisschen vorbereiten. Ah. Und, es ist keine leichte Zeit. Nee, das stimmt, das stimmt. Ich hoffe ja irgendwie, dass Besserungen in Sicht sind. Sind Sie schon geimpft? Einmal. Nächsten Freitag zum zweiten Mal. Ich habe meine Frau gleich mitgeschleppt. Die ist ein bisschen jünger wie ich. Im gleichen Haushalt leben wir natürlich seit über 50 Jahren. Und die haben sie dann erfreulicherweise auch mitgeimpft. Ja, das ist gut. Okay. Ja. Das ist ja unglaublich. In Amerika, da werden jetzt schon, ich habe das gelesen, in New York, die unter 30-Jährigen geimpft. Die sind da ein bisschen schneller als wir. Ne? Also die kommen da schnell voran. Ich hoffe, hier geht es auch langsam dann voran. Aber heute geht es erstmal um schnelle Motoren und um die gute alte Zeit, als wir uns noch nicht mit Corona beschäftigen mussten. Sie haben ja früh angefangen in Ihrer Entwicklung als Motoreningenieur mit Rennmotoren. Wann sind Sie das erste Mal mit einem Rennmotor in Berührung gekommen? Naja, wenn es um Rennmotoren geht, denke ich natürlich immer sofort an mein Hobby. Das waren immer die Rennmotoren und ich hatte das unheimliche Glück, dass ich dann im Laufe meiner Karriere immer wieder mit Rennmotoren zu tun hatte und auch Rennautos. Und angefangen hat es ganz früh, da war ich noch an der Hochschule, Überrand von Eberhorst, und da gab es diese Formel V. Mhm. Und das waren mehr oder weniger VW-Motoren, so diese Boxermotoren. Und die musste man auch ein bisschen frisieren. Und da war aber ganz wenig erlaubt. Aber das war so mein erster Kontakt mit sogenannten Rennmotoren. Wir hatten da eine kleine Wasserwirbelbremse auf der Hochschule. Da hat uns der Professor erlaubt, dass wir da bremsen. Das war mühsam, aber es war der erste Kontakt. Und dann ging es hurtig weiter bei meinem Wechsel zu Alpina. Ging es dann um richtige Rennmotoren. Obwohl das nach heutigen Begriffen auch nicht so richtig ist. Es waren nämlich alles noch zwei Ventiler. Ja, okay. Basis waren natürlich die 4- und 6-Zylinder-Motoren von BMW. Mhm. Und die durfte man im Rahmen des Reglements mit anderen Nockenwellen und Auspuff- und Ansaugsystem weiterentwickeln. Es waren dann schon richtige Rennmotoren, aber die Drehzahlen waren noch nicht so richtig hoch. Aber da habe ich dann natürlich schon weiter gelernt, was Rennmotoren überhaupt heißt. Und ich konnte dort vor allem mein Hobby, also Rennmotoren bei Alpina und Entwicklung von Straßenfahrzeugen, vor allem abgasseitig, beides gleichzeitig machen. Und das war toll. Dann hatte ich das Glück, zu Audi zu kommen. Und da ging es weiter mit den Rennmotoren für den Quattro. Zuerst waren es noch die alten Zweiventiler. Und dann kamen die Vierventiler. Also auch bei Audi war ich beschäftigt mit Rennmotoren. Da ging es zu Opel und da ging es dann so richtig los. Da haben wir dann zum Beispiel Formel 3 Rennmotoren gemacht mit dem Ziel, die Dominanz von VW in der Formel 3, die hatten das nämlich jahrelang gewonnen, mit einem Zweiventiler, und haben uns zur Aufgabe gemacht, das mit einem Vierventiler, mit dem berühmten Opel GSI-Motor. Den haben wir weiterentwickelt zu diesem Formel 3 Rennmotor, der war dann auch unheimlich erfolgreich. Aber bei Opel ging es dann auch hurtig weiter, vor allem mit den 6-Zylinder Rennmotoren, es waren richtige Rennmotoren schon. Na, ja, jetzt muss ich noch einmal zurück zu Audi. Bei Audi hatte ich das Riesenglück, dass mir der Piëch erlaubt hat, dass ich dem Hans Metzger, gibt ja auch ein Video, über die Schulter ein bisschen schaue, als der seinen Turbomotor, den Porsche TAC-Motor entwickelt hat. Ja, okay. Da hatte ich auch schon
früh Einblick in die Entwicklung von Formel-1-Motoren. Also zurück zu Opel, da ging es dann um die V6-Motoren für den Renn-Calibra, sehr hochentwickelte Motoren schon und damals auch schon pneumatische Ventilfedern. Da habe ich gelernt, warum und wieso. Und dann ging es dann nach Amerika zu GM, da gab es dann keine pneumatischen Ventilfedern. Da war es die Aufgabe, diesen Corvette-Motor, der ganz einfach war, weiterzuentwickeln zum Rennmotor. Mhm. Und diese Corvettes waren ja auch in Le Mans zum Beispiel ziemlich erfolgreich. Dann hatte ich das große Glück, dass mich Professor Lenz eingeladen hat, eine Vorlesung zu halten in Wien über Rennmotoren und Rennfahrzeuge. Und zwischen Audi und Opel war ich 9 Monate freigestellt. War sehr angenehm, weil sonst hätte ich die Vorlesung eh nie vorbereiten können. Und da habe ich diese Vorlesung gemacht, 9 Monate lang, die Bilder, die Diagramme teilweise noch selber gezeichnet und fotografiert. Man kann sich das halt gar nicht mehr vorstellen. Das war sehr viel, aber ohne dem und an diesen 9 Monaten, wo ich freigestellt war, könnte ich Ihnen heute gar nicht so viel erzählen über Rennmotoren. Also sind wir fast froh, dass es das dann eine Auszeit gab. Ja, und dann habe ich natürlich viel geschrieben, auch veröffentlicht, nicht nur über normale Sachen, sondern auch über Rennmotoren. Am meisten habe ich dann mit dem Paul Freer imponiert. Da gab es eine Zeit, auf die kommen wir später, da war die Frage, macht man mit 3 Liter oder 3,5 Liter Hubraum besser einen 8-Zylinder mhm. oder einen 12-Zylinder? Mhm. Und da kann man relativ einfach, und das war eine MTZ-Geschichte von mir, nachweisen, dass es zwischen 8 und 12 Zylinder etwas geben muss, was besser ist. Weil die Leistung 12 Zylinder zum Beispiel zu 16 Zylinder ist abnehmend, geht also auseinander. Okay. Okay. Von 6 auf 8 ist zunehmend. Mhm. Und wenn man das jetzt diese beiden so verbindet, da kommt man ziemlich genau auf 10 Zylinder, wo ein Optimum sein muss. Mhm. Und das war ja dann auch so, dass wirklich alle 10-Zylinder-Motoren entwickelt haben. So, also das war die Vorlesung. Das erfolgreichste Buch war das von Niki Lauda. Ich glaube, das haben Sie ja auch schon gemacht. Ja, das habe ich auch. Hier ist es. Moment. Sie sind bestens ausgerüstet. Ja, hier ist es. Das war auch das Einzige, was ein bisschen Geld gebracht hat. 40.000 Auflage und 7 Übersetzungen. Also es war damals, wo es noch nicht so viel Geld gab, schon eine ganz gute Einnahme auch. So, und dann in diesen Vorlesungen, die ich 33 Jahre gehalten habe, beginnen mit 85, also mein erster Arbeitstag bei Opel, war dann meine erste Vorlesung in Wien. Das heißt, ich war die ersten 2 Tage gar nicht bei Opel, sondern in Wien und habe an der Technischen Universität die Vorlesung abgehalten. So, und dann tritt auch immer die Frage auf, gibt es eine Relation, einen Bezug zwischen Rennmotor oder Rennfahrzeugen und Straßenfahrzeugen? Das war auch ein ziemlich großes Kapitel. Das ist sehr schwankend. Es gab Zeiten, da hat der Rennmotor wirklich den Straßenmotor befruchtet. Wir müssen auch daran denken, dass der Rennmotor immer der Entwicklung der Straßenfahrzeuge, zum Beispiel des Fahrwerks, weit voraus war. Also als der Opel Rennwagen von 1913 schon mit 4-Ventiltechnik fuhr, da hatte die Vorderachse überhaupt noch nicht eine Bremse. Und alles waren Starrachsen und so Blattfedern. Also die Motorentwicklung war eigentlich immer weit voraus. Das ist ja auch schön so, ne? So, und diese Entwicklung, diese Befruchtung hat teilweise stattgefunden. Erfreulicherweise jetzt wieder bei den Formel-1-Motoren, weil da geht es um Verbrauch. Und diese neuen Formel-1-Motoren sind dort ganz Besonderes, sind ganz hoch verdichtet, können wir zum Schluss, wenn wir bei denen sind. Mhm. Ich habe immer angefangen, die Vorlesung mit 1966. Bei 1966 gab es ein tolles Reglement, das praktisch alles erlaubt hat. Die Saugmotoren durften 3 Liter Hubraum haben. Turbomotoren, an die damals überhaupt keiner gedacht hat, die hat irgendein Kommissar mit 1,5
Hubraum, also mit einem halben Hubraum eingestuft, in der Vorstellung, man kann mit einem halben Hubraum einen richtigen Rennmotor mit 3 Liter Hubraum überhaupt nicht überholen. Das war damals unvorstellbar. Wie wir sehen werden, ist das natürlich locker passiert. Ja. Und es waren Wankelmotoren erlaubt, es waren Gasturbinen erlaubt, Zweitaktmotoren. Man erlaubt, manches sortiert sich natürlich von selber aus. Wankelmotor oder Zweitaktmotor, das geht einfach nicht im Rennauto. Mache ich es zu groß, zu schwer, verbraucht zu viel Sprit, hat ein schlechtes Ansprechverhalten, wie zum Beispiel die Gasturbine. Mhm. Also scheidet das für viele Rennserien sowieso aus. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber wir haben mal über Turbinenautos gesprochen. Oder das, ja. Ich finde, das ist so eine lustige Begleiterscheinung. Und es gab mal ein GM-Versuchsfahrzeug mit einer Flugzeugturbine, ja, drin oder mit so einer Hubschrauberturbine. Sind Sie mal sowas gefahren? Genau das bin ich gefahren, als ich zu GM kam. Und es ist genauso. Man denkt dann, man sitzt in einem Flugzeug. Weil ein Flugzeug am Start, da gibt der Pilot da vorne Gas, da tut sich lang nichts und dann baut er so langsam den Schub auf, mhm, und irgendwann einmal geht es fürchterlich dahin. Ja. Aber es dauert lang. Ja. Und bei dem Auto war das natürlich genauso. Und das macht man halt als größte Firma damals der Welt, untersucht man eigentlich so ziemlich alles und da hat man eben auch ein Auto gebaut mit dieser Gasturbine und das bin ich auch gefahren, aber es hatte schon wegen diesem fürchterlich schlechten Ansprechverhalten überhaupt keine Chance, jemals in Serie zu gehen. Es gab sogar ein Rennauto. Genau, ja. Das haben wir, glaube ich, mal hin und her geschickt oder sowas. Die hatten das und die haben sogar, waren sogar teilweise erfolgreich damit. Ne? Ja, aber nicht lang. Das war glaube ich, mehr so ein Show-Effekt. Es gab ja auch einmal einen Ferrari mit einem Komplexlader. Mhm. War auch mehr so eine PR-Aktion. Also dieser Turbinenauto in der Formel 1 war langfristig natürlich nicht erfolgreich. Ja, aber der Sound ist lustig. Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn man da Gas gibt? Also da gibt man Gas und es passiert nichts, wie ein sehr langgezogenes Turboloch und dann kommt er langsam. Das Geräusch baut sich so langsam auf. Das ist so ein Whining Noise, würde ich sagen. Also so ein heulendes Geräusch, ähnlich wie im Flugzeug. Mhm. Also das Regelmaß war toll, weil alles erlaubt hat, und das will man eigentlich als Ingenieur, dass man für möglichst viele Möglichkeiten hat, das Beste zu machen. Und das Beste heißt natürlich die meiste Leistung. Wenig Verbrauch ist ganz wichtig, weil das Rennauto muss ja immer auch Sprit mitschleppen. Und wenn ein Motor sparsamer ist als der andere, braucht er nicht so viel mitschleppen an Sprit und ist damit leichter. Hat also viele Vorteile. So, und dieses Reglement wurde dominiert am Anfang von 3 Liter Saugmotoren total. Mhm. Und der erste, der es ganz clever gemacht hat, war Brabham Repco. Das war ein ganz einfacher Motor, der hatte sogar einen Sideflow. Normalerweise werden ja Zylinderköpfe durchströmt. Auf der einen Seite ist die Einlassseite Ventil und auf der anderen Seite ist die Auslassseite. Nennt man Crossflow, logischerweise. Okay. Aber dieser erste Motor war ein Sideflow, das heißt Ein- und Auslassseite waren auf derselben Seite. Das heißt, das ist mein Einlasskanal, dann nehme ich einen Auslasskanal. Das hat man früher auch viel in der Serie gebaut. Der Riesenvorteil war, es war natürlich ein V180-Grad-Motor, dass er außen so schmal war, weil da kein Auspuff war. Ah, okay. Diese Autos, damals waren ja noch Autos mit Gitterrohrrahmen. Mhm. Das heißt, man musste dann so um den Motor rum, mit Diagonalen und mit Streben, möglichst steif. Und da war dieser Motor ein Riesenvorteil, weil er eben zu schmal war. Ja, okay, er hat zweimal sogar die Weltmeisterschaft gewonnen hintereinander. So, und das war ein super Beispiel, wie man oft mit ganz einfachen Lösungen, indem man die Möglichkeiten ausnutzt, auch zum Erfolg kommen kann. Mhm. Er wurde dann ein bisschen überheblich und hat einen Magnesiummotor entwickelt mit 4-Ventil-Technik, alles viel zu kompliziert. Der fuhr nur ein paar Mal, dann war er eh wieder kaputt, weil Magnesium als Blockmaterial völlig ungeeignet ist. Gab es bei Porsche auch mal, oder? Bitte? Gab es bei Porsche, glaube ich, auch mal, oder? Magnesiumblöcke. Ja, naja, so für niedrige Leistungen kann man da so ein bisschen was machen. Aber nicht im Rennsport. Okay. Und in der Zeit, wo da zweimal der Brabham gewonnen hat, hat Ford diesen berühmten DFV-Motor entwickelt. Mhm. Ein
ein fantastischer Motor, ein V8-Motor, 90 Grad, Auspuff natürlich seitlich hinunter und Ansaugung von oben. Und der war relativ einfach. Und was das Wesentliche war, er war selbsttragend. Das heißt, er war so konstruiert, dass er die Kräfte im Rennauto voll übertragen kann. Ein Rennauto besteht im Prinzip aus drei Teilen. Da haben wir einmal das Monocoque, da ist der Fahrer drin, vorne ist die Radaufhängung, vorne hinter dem Fahrer, das ist aber noch Teil des Monocoques, gut geschützt, der Kraftstofftank. Mhm. Dann hört das praktisch auf mit einer vertikalen Platte und an diese Platte wird jetzt der Motorblock mit etwa 6 Schrauben angeschraubt, steif, starr. Mhm. Das klingt zunächst fürchterlich, weil diese Motoren alle fürchterlich vibrieren. Das glaube ich, ja. Das heißt, der Fahrer sitzt immer in einem Auto, da ist es von Komfort keine Rede. Aber es ist natürlich die eleganteste Methode, wie man nun die Kräfte von der Vorderachse auf die Hinterachse möglichst steif, ein Rennauto darf sich ja nicht verwinden, weil sonst wirken die Stabilisatoren gar nicht mehr. So, und dieser DEV-Motor wurde extra dafür entwickelt. Ja, und dahinter kommt dann das Getriebe. Und was dazwischen sitzt, habe ich Ihnen mitgebracht. Die meisten Menschen, denen ich das zeige, die wissen gar nicht, was das ist. Eine Mini-Kupplung. Das ist eine Kupplung, die in der Formel 1 verwendet wird. Ja, aber ich wollte gerade sagen, die ist ja winzig gegen das, was man sonst im Pkw hat. Ne? Er hat 11 cm Durchmesser. Unglaublich. Kostet 15.000 Euro und der Korb außen besteht aus Titan und die Scheiben innen aus Kohlefaser. So, und diese Kupplung sitzt nun natürlich zwischen dem Motor und dem Getriebe. Sie kann natürlich nicht lange schlupfen, weil man sofort sieht, da kann nicht viel Wärme hinein. Also ist es die Aufgabe des Fahrers, der Fahrer hat ja kein Kupplungspedal, aber er kann das so programmieren oder die Box, dass der Schlupfvorgang nur ganz kurz dauert, sonst verbrennt die Kupplung sofort. So, und das ist das Teil, habe ich auch immer mitgebracht, den staunenden Studenten zu meiner Vorlesung, hochinteressant. Es ist wirklich hochinteressant und vor allem, wie leicht Sie das Ding hochhalten. Also nun sind Sie kein Arnold Schwarzenegger, ne? Beim normalen Auto ist dann das Schwungrad so groß, eben. So eine Kupplung, das alles wiegt etwa 10 Kilo zusammen. Ja. Das Ding wiegt 1,2 Kilo. Das ist Wahnsinn. Also das ist einer der faszinierenden Bauteile. Gibt da andere auch noch, wie Pleuel oder sowas bei Rennmotoren. Aber das ist ein besonders interessantes. Also das sitzt dann zwischen dem Motor und Getriebe. Und hinten ist das Getriebe natürlich wieder starr angeschraubt an den Motor. Mhm. Mit der Hinterradaufhängung. Drei Teile. Diese Schnittstelle zwischen dem Rennmotor und dem Monocoque mit den 6 Schrauben ist auch eine sogenannte Sollbruchstelle. Ja, okay, ja. Das heißt, wenn ein fürchterlicher Unfall passiert, wie letztes Jahr, wo ja da der Arme mit seinem Auto durch die Leitschiene durch ist, stecken geblieben ist, dann ist einfach der Motor mit den 6 Schrauben hinten abgebrochen und weitergeflogen. Das ist natürlich die schwachste Stelle, aber ganz wichtig ist, dass der Motorblock selber oder der Motor ein V-Motor ist. Weil wir müssen ja die Kräfte von vorne übertragen, möglichst steif. Und wenn man zum Beispiel einen Reihenmotor hat, da ist der zwar steif gegen das Durchbiegen, vertikal, aber er ist nicht steif, horizontal. Ah, okay. Und wenn es dann Reihenmotoren sind, haben wir auch beim BMW Turbo gesehen, 1,5 Liter, dann muss man den mit einem Korsett noch umgeben, damit er wirklich steif ist. Das alles braucht ein V-Motor nicht, weil er an für sich schon ein wunderbares Dreieck ist und damit kann man die Kräfte am besten übertragen. Okay. So, und dieser DEV-Motor ist der erfolgreichste Rennmotor, ich glaube, bis heute. Okay. Aber wenn ich jetzt Mercedes wäre, der Herr Wolf, würde ich mal zählen. Also dieser DEV-Motor hat 10 Weltmeisterschaften gewonnen, ja, und 155 Grand Prix-Siege eingefahren. Warum waren so viele? Weil der Motor frei käuflich war. Jedes Team konnte den kaufen und der Motor hat praktisch immer gewonnen, egal in welchem Auto er war.
Und ich könnte mir vorstellen, jetzt hat Mercedes 7-mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Ja, so langsam nähern sie sich Hebel, an. Aber so langsam, vielleicht gelingt es heuer. Und da könnte man eine große Fete draus machen. Jetzt hat Mercedes nicht nur 7 oder 8 Weltmeisterschaften, sondern auch den erfolgreichsten Rennmotor ever. Und ich könnte mir vorstellen, dass das heuer passiert. Dieser DEV-Motor war unglaublich zuverlässig und man hat ihn dann sogar noch weiterentwickelt zum DFY, weil schon die Turbomotoren so ein bisschen angeklopft haben. Das war schon so ein Gerücht, na, die Turbos werden sicher die Sauger überholen. Renault waren die Ersten, haben auch die ersten Patente angemeldet. Und naja, und dann hat man eben gesagt, jetzt versuchen wir. Die Leute konnten sich nicht vorstellen, dass man mit einem Turbomotor, der den halben Hubraum hat, es waren nur 1,5 Liter, ja, so ein kleines Zutschkerl, dass man damit die Leistung der Sauger, die lag so bei 500 PS etwa, überholen kann. Und verdreifacht fast, ne? Das ist unfassbar eigentlich, ne? Unfassbar. Und ja, wirklich unfassbar. Also, aber was das auch für Turbolader sind, ne? Da müssen wir aber auch gleich noch drüber reden, über dieses Ansprechverhalten und was sich die Fahrer wünschen und wie man das fahrergerecht konstruiert. Ja. Aber in diese Zeit fällt auch noch, zumindest erwähnenswert, dieser Ferrari. Der flache Motor, der kein Boxermotor ist, haben wir ja schon drüber diskutiert. Ja, also die Kolben laufen nicht so, sondern sie laufen so hin und her. V180 Grad, damit die Pulsationen im Kurbelraum möglichst klein sind. Dieser Motor war unheimlich aufwendig. Ferrari ist damit ein paar Jahre gefahren. Schumacher hat, der Lauda natürlich, hat damit 2 Weltmeisterschaften gewonnen. Und der fuhr diesen sogenannten Boxermotor, der wie gesagt keiner war. So, und dann hat Renault wirklich angefangen zu sagen, warum geht es nicht auch mit Turbo? Und es ist ihnen gelungen, relativ schnell, das war ganz, ganz primitiv, der hatte auch noch einen Turbolader und lange Auspuffleitungen, ein fürchterlich schlechtes Ansprechverhalten, die Leitungen alle so lang waren. Aber wenn der mal fuhr, dann war er verdammt schnell. Und das hat zum Beispiel dazu gereicht, dass im Training, im Qualifying, die immer schneller wurden, weil dann konnten sie mehrere Runden fahren und mussten nicht vom Start stehend wegfahren. Ah, okay. Und dann standen diese Renaults schon in der ersten Startreihe, weil sie im Qualifying schneller waren als die anderen. Und dann ist immer dasselbe passiert, die kamen nicht vom Start. Und dann sind die ganzen Sauger sind an den Turbos vorbeigefahren und haltbar waren sie auch nicht. Aber Renault hat immerhin gezeigt, es könnte mit Turbo gehen. So, und dann kommt Ferrari, auch mit dem Turbo. Renault hat nicht die Weltmeisterschaft, die sind um die Früchte umgefallen, die sie da hineingesteckt haben, sondern kam Ferrari mit einem Sechszylinder auch, V120 Grad. Und die heiße Seite war oben in dem V drinnen. Das heißt, die 2 Turbolader, die Turbos der ersten Ära wurden erst erfolgreich, als man dann 2 Turbolader genommen hat, nicht jeder für eine Bank. Ferrari hat das ganz geschickt gemacht, die haben 120 Grad gebaut, sodass der Motor oben ziemlich viel Platz hatte und die 2 Turbolader saßen oben drauf. So, und Ferrari hat dann die ersten 2 Weltmeisterschaften gewonnen mit diesem Motor. Aber dann kam die Firma Porsche mit dem wunderbaren Hans Metzger, dem ich, wie gesagt, ein bisschen zuschauen durfte, und hat diesen TAC-Motor entwickelt. Ein Traum von einem Motor, alles gekapselt, sehr einfach. Der Motor sollte ursprünglich sogar noch eine Kugelfischer-mechanische Einspritzung kriegen, war für beides entwickelt. Aber im Endeffekt ist er natürlich mit einer elektronischen Einspritzung dann wirklich fertig entwickelt worden. Und Porsche hat mit diesem Motor 2-mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Habe ich auch gelernt, dass man Ventilsitzringe wasserkühlen kann. Das hatte nämlich dieser Motor. Okay. Ein ganz heißes Teil bei Rennmotoren, vor allem wenn sie aufgeladen sind, sind natürlich die Ventile.
Man will aber einen möglichst kühlen Brennraum haben. Mhm. Warum ist klar, wenn der Brennraum samt Kolben kühl ist, deswegen kühlt man ja auch die Kolben von unten mit Öl, dann bringt mehr Luft, rein, ja. mehr Sauerstoff in diesen Brennraum rein, mhm. und dann hat man mehr Leistung. So, und der Hans Metzger hat sich die Ventile vorgenommen. Es gibt ja auch natriumgekühlte Ventile, die mhm. genau dasselbe bewirken sollen. Die sind hohl und dann drin ist Natrium. Und das leitet nun die Wärme vom Ventilteller, also dort, wo er rund ist, in den Schaft hinein. Mhm. Und der Schaft kann es dann abgeben an die Ventilführung. Okay. So, und der Metzger hat gesagt, ich tue hinter die Ventilsitzringe, hat er seinen Kanal eingestochen. Und da ist das Wasser durchgelaufen. Und zwar natürlich durch alle, war natürlich auch ein Vierventiler. Aber es war eine unglaublich clevere Methode, wie man die Ventile, gibt auch Messungen drüber, möglichst kühl halten kann. Und das war wieder mehr Leistung. Okay, wie war sonst die Arbeit so mit Hans Metzger? Naja, das war keine richtige Arbeit. Wir haben ein unheimlich guter Ingenieur. Sie haben überhaupt, wenn sich zwei vernünftige Ingenieure treffen, ist das immer wunderbar. Das war auch der Mario Illien, ne? Das war ja auch ein wunderbarer Ingenieur. Da hat man einfach ein, wie heißt das, ein Common Understanding. Und wir haben uns wunderbar verstanden und es war für mich so lehrreich, weil sonst kommt man normalerweise überhaupt nicht an in der Konstruktion an Formel-1-Motor ran, außer man entwickelt ihn selber. Das ist mir leider in meinem Berufsleben verwehrt geblieben. Bei GM hätte ich gern einen entwickelt, aber da ist dann GM, das war in den späteren Jahren leider das Geld dazu ausgegangen. Ja. So, und Porsche war damals Motor unheimlich erfolgreich, zweimal Weltmeisterschaft gewonnen. Praktisch dasselbe Konzept, das war ein V80-Grad-Motor, also nicht 90, sondern ein bisschen weniger. Mhm. Genau dasselbe hat Honda gemacht. Ich kann mich noch erinnern, es war eine Automobilausstellung in Genf. Da haben beide praktisch ihre Motoren vorgestellt. Okay. Und jeder hat gesagt, warum haben die beide einen Bankwinkel von 80 Grad? Und wenn man ein bisschen da hineingeht in die Theorie, stellt man fest, dass die Massenmomente erster und zweiter Ordnung ein Minimum sind, wenn der Bankwinkel nicht 90 Grad ist, wie heute, bei den heutigen Turbos, sondern ein bisschen weniger. Okay, können wir ganz kurz erklären, was Massenmomente erster und zweiter Ordnung sind? Das hört man immer wieder. Das sind Momente, die dadurch entstehen, dass natürlich der Kolben dauernd hin und her fährt. Mhm. Er muss ausgeglichen werden unten. Und in Summe ist es immer einfach, wenn Sie viele Zylinder haben. Mhm. Ein Sechszylinder-Reihenmotor oder V12 gibt es keine freien Massenkräfte. Direkt, ja. Und auch keine Momente. Aber wenn es weniger werden, wird es immer schwieriger. Vierzylinder hat natürlich freie Massenkräfte zweiter Ordnung. Das heißt, der schüttelt so immer rauf und runter. Deswegen baut man da oft auch Ausgleichswellen ein. Mhm. Das wäre natürlich eine Todsünde bei einem Rennmotor. Ja. Weil Ausgleichswellen kosten der Leistung, sind, ne? schwer. Und muss man antreiben, also das widerspricht völlig der Theorie von einem Rennmotor. Deshalb nimmt man dann diese freien Massenkräfte oder Momente in Kauf, dass das ganze Auto ein bisschen schüttelt. So, und da war halt bei diesen 80 Grad vom Honda und vom Porsche Motor, waren die halt zu ertragen. Okay. Und der Honda Motor hat dann übernommen und hat dreimal die Weltmeisterschaft gewonnen. Und und die Motoren waren so unheimlich erfolgreich. Sie hatten ja unglaubliche Leistungen. Die höchsten Literleistungen, die es je gab, die hatten über 1000 PS. Wenn wir 1000 PS nehmen und durch 1,5 dividieren, kommen wir auf 666 PS pro 1 Liter Hubraum. Muss man sich vorstellen, das ist ein kleiner Motor, wie halt ein Dreizylinder in irgendwelchen, und da macht man 666 PS. Also die hatten 1,5 Liter Hubraum, hatten über 1000 PS. Dem BMW Turbo hat man deutlich über 1000 PS zugesagt. Ob es wirklich stimmt, weiß ich nicht. Auf alle Fälle hatte BMW den besten Sprit. Mhm. Bei der BASF liefen auch immer Motoren auf Prüfständen. Und der Sprit war ganz entscheidend, weil diese Motoren ja alle zum Klopfen
fürchterlich geneigt haben. Deswegen die Kühlung möglichst, dann klopft er weniger. Mhm. So, und der BMW hatte damals wirklich den besten Sprit. Angeblich deutlich über 1000 PS, aber nicht lang. Also BMW war ja impressive, mein Vierzylinder-Reihenmotor, mhm, haben wir schon besprochen, ist ungünstig. Mhm. Für einen sogenannten Monoposto, heißen diese einsitzigen Rennwagen mit freistehenden Rädern. Und da steht dann der Motor gerade drin und ist von der Seite her nicht steif. Deswegen hatte der diesen berühmten Zusatzrahmen. Das muss man dann alles im Gewicht für den Motor dazuzählen. Und da kommt man drauf, dass der Vierzylinder-Motor auch nicht leichter ist als ein Sechszylinder. Okay. Ich finde es ja, also diese Vibration, das geht mir eigentlich gar nicht aus dem Kopf. Ich meine, klar, die sind da fest dran. Bei meinem Wagen, also ich fahre so eine alte Mercedes-Limousine, da sind mir die Motorlager kaputt gegangen und da lag das so drauf. Das war schon fast unerträglich. Aber ich finde, wenn man die Aufnahmen, und das finde ich, sieht man immer sehr gut bei den Onboard-Aufnahmen, wenn man die Kameras sieht, wie das ganze Bild vibriert. Ne? Und ich glaube, als Fahrer hat man irgendwann, kann man auch nur noch grob zielen eigentlich, wo die Straße lang geht, ne? Wenn die das so schüttelt. Das muss also Wahnsinn sein. Ne? Also die damit erreichten Literleistungen wurden nie mehr erreicht. Ja. War die ersten Turbo-Ära und auch nicht die Mitteldrücke, also es ist auch so eine Kennzahl wie Literleistung bei Motoren oder bei Rennmotoren. Das ist ein mittlerer Druck auf den Kolben von 52 Bar. Das kann man umrechnen, ne, über das Drehmoment. Ja. Und ein normaler Motor hat vielleicht 13, 14 Bar, aber der hat halt hier 52 Bar gehabt. Also faszinierende Motoren, einfache Motoren. Und sie wurden immer stärker und immer besser und immer sparsamer. Aber dann gab es wohl einen, ich vermute, es war der Eggestone, dem waren diese Turbos nicht geheuer. Und er wollte wieder Sauger haben. Warum, weiß kein Mensch. Dabei war die Formel 1 damals wirklich überlegen in der Strategie, weil halt sind fast alle Motoren, auch in den Straßenautos, Turbos. Mhm. Und die Formel 1 hatte sie damals schon. So, und dann hat man gesagt, um diese Turbos, die so schnell waren, zu schlagen, brauchen wir 3,5 Liter Hubraum. Muss man sich vorstellen, 3,5 Liter als Sauger jetzt. Ne? Mhm. So, und es hat aber nichts genutzt, die Turbos waren immer noch schneller, die durften eine Zeit lang gemeinsam fahren, waren immer noch schneller. Und dann hat man den Turbo kastriert. Das heißt, man hat ihm gesagt, du darfst weniger brauchen. Das ging dann bis auf 150 Liter pro Rennen. Übrigens heute ungefähr dasselbe. Also die waren damals schon unheimlich sparsam. Und sie waren sowas von powerful, dass ein Motor und ein Auto von damals, ohne den ganzen Hybridschmarrn, ne, würde die heutigen Formel-1-Autos total in Grund und Boden fahren. Weil die Autos haben nicht einmal 600 Kilo gewogen. Und die heutigen Autos wiegen deutlich über 700 Kilo, 750, weil er diesen ganzen Schmarrn mitschleppen muss. Ne? Batterie, Hybridsysteme, einen zusätzlichen Elektromotor. Und das hat dazu geführt, dass die heutigen Formel-1-Autos sehr viel schwerer sind als die damaligen. Sie wollten nur sagen. Nichtsdestotrotz sind sie ja eigentlich von den Rundenzeiten her schneller, oder? Die Rekorde. Ja. Die heutigen Formel-1-Autos? Aber bei weitem nicht. Nee? Ich dachte, einige Streckenrekorde werden doch gerade in der aktuellen Zeit eingefahren. Ja, aber die rechnen immer falsch. Rundenrekorde gibt es überhaupt nur im Rennen. Und es gab letztes Jahr noch einige Rennstrecken, da waren diese alten V8-Sauger. Mhm. Weil sie halt so viel leichter waren, natürlich auch immer noch schneller als die heutigen Turbos. Tatsächlich. Okay. Ja, ja. Und die neuen Turbos übrigens, jetzt 21, die sind noch einmal langsamer geworden, weil sie die aerodynamisch ein bisschen beschnitten haben. Mhm. Was vielleicht ganz vernünftig war, beim letzten Rennen hat man ja doch schön gesehen, wie im Mittelfeld zumindest vorn sind die üblichen Verdächtigen vorhergefahren, doch Positionskämpfe waren, weil man offensichtlich jetzt wegen aerodynamischen Abtriebreduzierung besser hinter dem anderen Auto herfahren kann und nicht sofort den ganzen Bodendruck verliert und auch überholen kann. Also das ist dann ein gewisser Fortschritt.
Eine Frage zu damals, als die Turbos verboten wurden. Ich meine, das waren ja irre Auswüchse, wenn die schon 1200 PS, glaube ich, im Rennen teilweise hatten. Klar kann man sagen, wir können das jetzt von Jahr zu Jahr weiterentwickeln. Irgendwann sind wir bei 2000 PS und fahren nur noch Dragster-Rennen. Wie hätten Sie das damals beschnitten? Also anstatt die Sauger wieder an den Start zu bringen, hätten Sie gesagt, wir machen jetzt 1-Liter-Motoren? Nein, ganz klar über den Spritverbrauch. Über den Verbrauch, ja, okay. Das Einzige, was umweltgerecht ist, dass man sagt, man reduziert immer mehr den Spritverbrauch. Es gibt die alte Regel, dass man sagt, es ist überhaupt nichts vorgeschrieben im Rennsport. Nur der Verbrauch. Der Fahrer kriegt am Start, ich sage einmal, 150 Liter Benzin. Mhm. Wenn er mit Diesel fährt, kriegt er nur etwa 135 Liter. Kann man umrechnen, ne? Den Energiegehalt. Der hat ein bisschen mehr Energiedichte oder Wasserstoff oder Batterien. Ja. Aber damit wird sicher keiner antreten, weil dann ist er von vornherein verurteilt. So, und das wäre das Einzige, auch heute noch. Das wäre das einzige richtige Reglement. Man könnte sagen, 1,5 Liter Hubraum, okay. Man könnte die Motoren übernehmen. Und nur die Spritmenge fahren. Und ich garantiere Ihnen eines, es würde keiner ein Hybridsystem einbauen, weil am Ende dieser V8-Ära mit 2,4 Liter Hubraum haben wir ja die ersten sogenannten Energierückgewinnungssysteme erlebt, das sogenannte KERS, Kinetic Energy Recovery System heißt das. Das heißt, dass man an den Motor, ein Elektromotor, Generator angeflanscht. Und der hat nun beim Verzögern, hat er als Generator fungiert und hat Strom in die Batterie geliefert. Mhm. So, und die nicht ganz der Physik mächtigen Regelmeister haben gesagt, na ja, klar, damit kann man natürlich Energie rückgewinnen und dann wird das Rennauto schneller. Was ein völliger Trugschluss ist, weil man kann mit diesem damaligen System, konnte man etwa 0,35 Sekunden pro Runde schneller werden, aber es hat 30 Kilo mehr gewogen. Diese 30 Kilo sind mindestens eine Sekunde wert. Das heißt, dieser dramatischen Unterschied, den sehen Sie auch immer am Beginn der Formel 1 Rennen. Wenn Sie die Rundenzeiten vom Qualify vergleichen mit den Rundenzeiten im Rennen, das sind am Anfang 6, 7, 8 Sekunden Unterschied. Da denke ich mir immer, da könnte man ja selber auch fahren, wenn man 8 Sekunden langsamer ist. Das kommt nur daher, weil das Fahrzeug dann die volle Spritmenge mitschleppen muss und dieser Einfluss ist so gewaltig. Und dieses Gewichtshandicap, dass jedes Hybridsystem mit sich herumschleppt, das kann man durch Energierückgewinnung oder durch Erzeugung von zusätzlicher Energie über den Turbolader, das ist alles Gewicht. Das kann man einfach nicht wettmachen. So, also wir waren jetzt bei der Ablösung der ersten Turbo-Ära, 3,5 Liter Sauger, alles 10 Zylinder, wie vorhergesagt. Unglaublich viele Firmen beteiligt. Ich meine, das ist ja auch immer der Maßstab für eine erfolgreiche Rennserie. Man muss versuchen, möglichst viel Hersteller zu kriegen. Das war zu Zeiten des Ford Cosworth ein Drama. Da gab es Jahre, da waren überhaupt nur 3 Hersteller drinnen vom Motor. So, und beim Turbo ist das explodiert. Da gab es 10 verschiedene Hersteller. Dann plötzlich alle mitgemacht. BMW, Renault, Fiat, Alfa, alle haben plötzlich diese Turbos entwickelt, weil das eine Challenge war. Und jeder hat sich versprochen, er kann das vielleicht ein bisschen besser als die anderen. Man konnte die alten Formel-2-Motoren dazu hernehmen, die hatten 2 Liter Hubraum, aber das auf 1,5 zu reduzieren, war ganz einfach. So, und diese Anzahl der Motorenhersteller, die hat sich dann schon noch fortgesetzt bei den Saugmotoren. Da waren es dann so 7, 8 Hersteller, die da mitgemacht haben. Da war noch Peugeot drinnen und Renault ist eingestiegen. BMW ist drinnen geblieben. Und das war schon eine anständige Zeit. Wenn wir heute schauen, wir sind schon wieder unten auf 4 Hersteller.
Es waren sogar nur drei Hersteller, dann kam ja Honda dazu. Also heute haben wir nur vier Motorenhersteller in der Formel 1. Eigentlich zu wenig. Ja. Aber es wird jetzt keiner einsteigen, weil es so kompliziert ist, dieses ganze Reglement. Viel zu teuer und kaum für die Straße zu gebrauchen wahrscheinlich. Ja, das war ja immer so ein Argument, diese Turboaufladung, wo man mit Turbolader den Generator und den Motor antreibt, das kommt auch in der Straße, auf der Straße, völliger Blödsinn. Das haben wir probiert vor 20 Jahren schon bei Straßenautos. Das ist völlig unsinnig. Also hat man versucht, diese Technik so zu verkaufen, dass man sagt, ist auch was für die Straße. Ist natürlich nichts für die Straße. So, die 3,5 Liter Sauger wurden dann abgelöst durch 3 Liter Sauger. Ähnliche Motoren, auch noch 10 Zylinder, aber BMW hatte angeblich da bis zu 920 PS und zwar spontan. Das waren richtige Racer-Autos, Autos, wie sie einem gewissen Herrn Vettel sehr gut gefallen haben. Ja. Er hat dann auch viermal Weltmeister geworden mit diesen Saugmotoren und die sind wahnsinnig spontan. Die sprechen an auf die kleinste Gaspedalbewegung und damit kann man halt so richtig dauernd am Limit fahren. Das hat wohl dem Vettel sehr gut gefallen. Die Turbos haben immer eine gewisse Verzögerung, mehr oder weniger. Weniger ist natürlich sehr gut, das kann der Mercedes heute sehr gut. Und der Renault Formel 1 von heute, der konnte das überhaupt nicht am Anfang. Inzwischen ist er auch besser geworden. Also dann waren es die 3 Liter Sauger. Und jetzt kommen diese pneumatischen Ventilfedern. Die haben dazu geführt, dass man ungeahnte Drehzahlen erreichen konnte. Also das Ventil hat keine Feder mehr, sondern da ist eine Art Kolben und darunter wird Luft komprimiert. Und wenn das Ventil wieder zugeht, drückt jetzt die Luft das Ventil zu. Und damit kann man eine progressive Kennlinie machen, eine Feder oder immer eine lineare Progression. Und das ist ein Riesenvorteil. Man kann Ventile viel schneller auf und zu machen. Und diese Motoren, die dann so, naja, BMW hat man nachgesagt, 19.100 Umdrehungen pro Minute. Die Motoren hatten unglaublich kurze Hübe. Das heißt, der Kolben ist genau so 40, 42 Millimeter nur hin und her gefahren, okay, damit man diese hohen Drehzahlen beherrscht. Damit war die Kolbengeschwindigkeit gar nicht so hoch. Und das Ventil selber hat über 20 Millimeter aufgemacht. Nur deswegen, wenn man so weit aufmachen konnte, hat man mit diesen hochdrehenden Saugmotoren auch ordentliche Leistungen erreicht. Natürlich nie die vom Turbo, ist ja klar. Aber für die Sauger war das schon ganz erstaunlich. Und diese pneumatischen Ventilfedern haben dann ganz schnell alle übernommen. Und was früher gang und gäbe war, dass Rennmotoren ausgefallen sind, weil die Ventilfedern gebrochen sind. Das gibt es heute nicht mehr. Weil man das mit diesen pneumatischen Federn, die kann nicht brechen. Die kann, hat auch gewisse Nachteile, kann ein bisschen undicht werden. Deswegen haben diese Formel 1 Autos heute alle eine Flasche an Bord, in der Luft drinnen ist, damit sie diesen Druckverlust ausgleichen. Wenn er zu groß wird, dann wird es angezeigt, der Box, und beim Reifenwechsel steckt dann hinten eine andere Druckflasche an und füllt diese Druckflasche im Auto wieder auf, damit er noch hoffentlich ins Ziel kommt. Haben wir, glaube ich, schon bei Hochleistungsmotoren mal drüber gesprochen. Die verlieren wirklich so viel Luft, dass das auch während eines Rennens nachgefüllt werden muss nochmal. Ja, das ist ja nicht viel. Ne? Ja. Aber es reicht, dass wenn die Luft weg ist, dann explodiert natürlich der Motor. Ja, nicht mehr zumachen. Ne? Also die Ventiltriebe verbrauchen permanent Luft, aber ganz wenig. Wenn es ihm zu viel ist, dann reicht der Druck in der Reserveflasche nicht aus, das ganze Rennen, und dann füllt man nach. Es kam dann auch immer die Frage, warum macht man sowas nicht in Serie? Wäre verlockend, aber man kann nicht Luftflaschen mitführen in einem normalen Auto, der dann immer die verbrauchte Luft wieder nachfüllt. Deswegen ist das natürlich auch nie in ein Serienauto gegangen. Ja, aber wirklich verlockend, wir haben 19.000 zu drehen. Aber die Zeit war faszinierend, weil es so, der Sound war ja unvorstellbar. Ne? Bei so einem Start da in Hockenheim, Formel 1, wenn die alle schon am Start so 7.000, 8.000 drehen,
und dann alles losgeht, also es war unglaublich. Ja. Und das geringe Motorgewicht finde ich auch so faszinierend. Der hängt da hinten bei Ihnen an der Wand, ne? der Sound. Der hängt da, ja, genau. Ja. Aber noch nicht ganz so modern, das sind ältere Platten. So, und dann, wie gesagt, hat natürlich auch der Rennsport nicht Halt gemacht, zu Recht, von dem ganzen Thema Umwelt und muss sparsamer werden. Und deswegen kam dieses erste KERS-System hinein. Und da haben die gesagt, naja, aber das ist klar, wir haben nicht so viel Recovery-System, jetzt machen wir noch die neuen Turbos, die jetzt kommen. Nachdem er gesagt hat, naja, alle machen Turbos, jetzt muss die Formel 1 auch wieder Turbo machen. Und seit 2014, stimmt das, gibt es nun dieses neue System, Turbomotor. Die Turbomotoren sind jetzt 90 Grad, alles vorgeschrieben. Also man konnte nicht mehr 80 machen, sondern alles vorgeschrieben, Hubbohrung vorgeschrieben. Ganz wenige Freiheiten für den Konstrukteur, ja. Was natürlich keiner will, aber das Reglement hat das alles vorgeschrieben, in der Hoffnung, dass es dadurch billiger wird. Eben, wollte ich gerade sagen, immer Kostengründe werden immer vorgeschoben, aber eigentlich ist Quatsch. Ne? Völliger Quatsch. Ja, ja. Ja. Na gut, und dieses neue Reglement hat sich dadurch unterschieden von dem alten, ersten Turbo, dass es zwei Hybridsysteme hat. Die erste Turbo-Ära hat natürlich überhaupt keins gehabt. Und das neue hat zwei, das eine wieder dieses KERS, Kinetic Energy Recovery System, und das zweite mit dem Turbolader Strom machen. Mhm. Da kommen wir dann zu dem berühmten Mercedes-Motor, der seither jede Weltmeisterschaft gewonnen hat und siebenmal hintereinander den Schumacher-Rekord eingestellt. Und jetzt will der Herr Hamilton natürlich noch alleiniger achtfacher Weltmeister werden. Also den Motor dazu hat er, den hat er ja immer, nur deswegen haben die auch siebenmal gewonnen hintereinander. Aber jetzt hat ja Honda dieses Mercedes-System kopiert. Der Andy Cowell hatte ja damals die grandiose Idee, den Turbolader auseinanderzuziehen, haben ein eigenes Video drüber, nee, genau. 160.000 Mal abgerufen. Ja, und es hat so viele Vorteile gehabt, die anderen haben es alle verpennt. Ja. Aber Mercedes hatte diesen Motor und der ist unschlagbar. Mhm. Kommt natürlich auch immer sofort die Frage, jetzt haben ja andere auch diesen Motor. McLaren zum Beispiel, ne? Haben ja auch Mercedes-Motor. So, und da fragt man sich, warum gewinnen die nicht auch? Also es ist nicht nur der Motor, sondern ganz viel ist auch die Kühlung. Und wenn so ein anderes Team diesen Motor kauft von Mercedes, ist angeblich ein lukratives Geschäft, das Fahrzeug selber, wo die Kühler sind, wie man was wo kühlt, das bleibt dem Team überlassen. Das schreibt dann nicht der Motorenhersteller vor, sondern das bleibt, und da sind natürlich auch noch viele viele Möglichkeiten drinnen, wie man ein Rennauto aerodynamisch besser machen kann, möglichst wenig Kühlöffnungen, oder wie man es ganz schlecht machen kann. Deswegen können mit diesem Mercedes-Motor oder werden natürlich, obwohl die anderen Teams schon rankommen, immer nur Mercedes gewinnen, weil die haben halt 700 Leute sitzen, nur für den Motor und etwa 1000 fürs ganze Auto, und das können sich andere Teams gar nicht leisten. Und das Schlimme ist, dass das so wahnsinnig kompliziert ist. Wann lädt man jetzt die Batterie auf? Beim Bremsen, wann nimmt man wieder Strom von der Batterie weg? Speist es in den Elektromotor, der neben dem Verbrennungsmotor sitzt, sodass das Auto weiter beschleunigt? Das ist ein wahnsinnig schwieriger Prozess, der dauernd nachgerechnet wird, auch bei den Rennen selber. Laufen ja die Motoren auch auf den Prüfständen in der Firma. Wird dauernd simuliert und gesagt, naja, jetzt muss der halt da ein bisschen früher rekuperieren und dann den Strom in den Turbolader schicken, damit der wieder besser anspricht, der Turbolader. Also Wahnsinn. Das ist so Wahnsinn. Was haben die denn für einen, es gibt auch immer diesen häufig zitierten Wirkungsgrad. Ja. Sind die da hoch eigentlich, die Formel-1-Motoren? Jetzt kommen wir zum Schluss, zum Erfreulichen der neuen Turbomotoren. Das ist der Wirkungsgrad. Ach. Diese neuen Motoren nehmen etwas vorweg. Also jetzt haben wir wirklich wieder etwas, wo der Rennsport die Serienmotoren
befruchten kann. Diese Motoren sind inzwischen 16 zu 1 verdichtet. Für einen Benziner wahnsinnig hoch. Das ist eine Verdichtung wie normalerweise Diesel fahren. Ich würde sagen, kann man schon bald Diesel tanken. Ne? Ja, ja. Aber sie fahren an der Volllast mit Selbstzündung. Das heißt, die Kompression durch die hohe Verdichtung entstehen so hohe Temperaturen, dass auch das Benzin-Luftgemisch von selber sich entzündet. Benzin hat eine höhere Selbstzündungstemperatur als Diesel. Deswegen verdichtet man auch oft nicht so hoch. So, und jetzt ist man aber da, dass man wirklich tief eingestiegen ist in die Verbrennung, in diese sogenannte Raumzündung. Die Zündkerze ist praktisch umgeben mit einer Art Kapsel. Und dort wird Kraftstoff hingespritzt und dort wird entzündet. Und dann breitet sich dieser Zündstrahl mehrfach aus in den Brennraum. Und es kommt zu einer hervorragenden Zündung. Die Motoren werden ganz mager gefahren, also nicht mehr fett, wie es früher hieß. Bei Lambda 1 haben wir ungefähr ein stöchiometrisches Verhältnis. Die fahren also 30% Luftüberschuss, mageres Gemisch. Und das führt dazu, dass diese Motoren Wirkungsgrade schon knapp an die 50% haben, was hervorragend ist. Und ich war jetzt gerade per Video dabei, bei der Motorkonferenz in Stuttgart, Motorsymposium in Stuttgart. Toller Vortrag von Mazda. Okay. Setzen voll auf den Verbrennungsmotor. Während andere Vorträge so sind, dass man sagt, naja, der muss das sagen, was der große Meister vorgegeben hat. Also elektrisch. Ja. Fürchterliche Zahlen, die absolut nicht machbar sein werden. Aber der Mazda-Vortrag war super. Und die arbeiten inzwischen für die Serienmotoren mit Verdichtungen bis 30. 1 zu 30. 30. Und was tanken die? Diesel? Nein, Benzin. Auch Benzin, ja. Also das ist dieser Zwittermotor sozusagen, oder? Nein, der ist ein ganz anderes. Sie meinen den mit der variablen Verdichtung? Nein, gar nicht. Nee, ich meine, das ist ein Motor, der eigentlich mit normalem Benzin betankt wird, aber irgendwie so ein bisschen dieselt, oder? Also der wird dann ja auch, entzündet sich ja auch selber. Von der Verbrennung her, es ist eher ein Diesel. Genau, das meine ich. Aber natürlich setzen die Japaner wie die Asiaten ganz stark auf die synthetischen Kraftstoffe. Diese neuen Motoren zusammen mit diesen synthetischen Kraftstoffen, das ist das, was die Welt beherrschen wird. Die Deutschen glauben es zwar noch nicht, die glauben immer noch, dass wir alle elektrisch fahren werden, aber das wird natürlich nicht der Fall sein. Die Japaner setzen voll auf das Thema verbesserte Verbrennungs- und zwar Diesel und Benzin. Und auch die chinesischen Firmen, ne? Und erklären dann diese Motoren zusammen mit den synthetischen Kraftstoffen für sauber und in Summe sind sie viel sauberer als ein Elektrofahrzeug. Ein Elektrofahrzeug muss ja irgendwo einen Sprit hernehmen, einen Strom hernehmen. Der ist ja, wie gesagt, zusätzlicher Strom und kann nur aus kalorischen Kraftwerken kommen. Also ist ein Elektroauto im Betrieb gar nicht sauber. Das glauben nur viele Politiker, aber es stimmt nicht. Und dabei haben wir noch gar nicht geschaut, was passiert, wo die Batterien hergestellt werden, nämlich in China. Das heißt, wir verlagern praktisch den Dreck nach China und sagen hier, das Elektroauto ist wunderbar, weil es sauber ist. Aber es ist auch nicht sauber im Betrieb, weil, wie gesagt, der dreckige Strom kann nur aus kalorischen Kraftwerken kommen, weil es ein zusätzlicher Stromverbraucher ist. Ja. Also, das ist momentan noch das Problem. Aber Porsche übrigens hat gestern bekannt gegeben, dass sie mit synthetischen Kraftstoffen ihren Carrera Cup betanken. Ja, das ist wirklich eine tolle Aktion jetzt. Es ist ja auch Siemens dabei und Porsche und Exxon. Exxon, ja. Bauen jetzt in Chile solche Werke, die synthetische Kraftstoffe machen. Und der erste Einsatz, die sind natürlich am Anfang nicht so ganz billig, der erste Einsatz wird sein in Porsche Cup und auch in der Formel 1. Und das Schöne ist an diesen synthetischen Kraftstoffen, man muss auch nicht 100% fahren. Man kann dann ja auch 10 oder 20% beimischen, auch für Serienautos. Und man tut damit unmittelbar etwas für die Umwelt. Weil bei der Herstellung dieser synthetischen Kraftstoffe wird ja CO2 aus der Luft aufgenommen
Und damit werden die Verbrenner sauber. Sicher auch nicht alle auf einen Schlag, aber wir haben ja 1,5 Milliarden Autos auf der Straße, die mit Verbrennungsmotoren fahren und minimal wenige Elektroautos. Und wenn wir wirklich was tun müssen für die Umwelt, dann müssen wir in diese Verbrenner, in die jetzigen und in die neuen, diesen synthetischen Kraftstoff einfüllen. Und dann haben wir wirklich was für die Umwelt getan. Und schön ist jetzt, dass in der Formel 1, da denkt man Gott sei Dank überhaupt nicht an elektrische Rennautos wie in der Formel E, dass man damit wieder einen sehr schönen Bezug hat zur Umwelt, zu den synthetischen Kraftstoffen. Und es war öfter schon so, dass man mit Rennmotoren eben Werbung macht für etwas Neues. Die Vierventiler kommen eindeutig aus dem Rennsport, gibt auch noch viele andere Beispiele. Damit schließt sich eigentlich der Kreis. Motorsport soll Wegbereiter sein für neue Technologien und damit natürlich hauptsächlich die Rennmotoren, meinem Hobby. Ja, stimmt. Sie haben ja aber auch, Sie haben es ja eben schon gesagt, also auch selber viel an Rennmotoren konstruiert. Wenn Sie jetzt ein Traumklassement entwickeln dürften, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Ingenieure frei entscheiden könnten, was sie an Energiedichte zur Verfügung haben oder wie sie die Energiedichte am besten einsetzen. Was sind so Ihre Traum-Rennmotoren immer gewesen? Sind das eher die kleinen Turbos mit der faszinierenden Leistung oder waren das die Sauger? Nein, es ist, wenn wir an die Umwelt denken, dann können es nur aufgeladene Motoren sein. Okay. Hat da auch jeder. Und das Thema Verbrauch ist es. Das ist, man kann zwar gewisse Motorengrößen vorschreiben, obwohl das schon wieder ein Einschnitt ist, ne? Sondern wenn man sagt, jeder, es ist alles frei, aber man muss ja auch ans Geld denken. Und in der Formel 1 gibt es halt jetzt ganz viele von diesen kleinen V6, 90 Grad Turbomotoren und die könnte man übernehmen, also die könnte man vorschreiben und sagen, aber der Verbrauch muss immer weniger werden, was auch wirklich der Fall ist. Aber das völlig freie Reglement ist, du kriegst dieselbe Energie am Start, egal ob Diesel, Benzin, Wasserstoff, du kannst fahren einen Einzylinder oder einen 16-Zylinder. Wird natürlich keines von beiden einer machen, sondern er wird das beste Konzept auswählen, das automatisch das sparsamste ist. Und das ist das, was nicht nur ich mir wünsche, sondern sicher viele andere Ingenieure auch, dass man sagt, man tut was für die Umwelt, man entwickelt die Antriebstechnik, die am besten ist für die Umwelt und dann bleibt natürlich ein Verbrenner über und kein Elektroauto und der Rennsport demonstriert das sehr, sehr schön. Glauben Sie, dass es auf dem V6-Turbo hinauslaufen würde am Ende des Tages? Ja. Das ist schon ein sehr guter Kompromiss. Und man könnte vor allem vielleicht kann einer die alten wieder ausgraben, weil die waren ja faszinierend, weil sie dieses ganze Hybridsystem nicht hatten, sondern zwei kleine Turbolader, eins links, eins rechts, ganz einfach. Viel einfacher und billiger als die heutigen Turbomotoren, wobei der Basismotor sehr ähnlich war. Es gab doch auch mal ein Prinzip, da kann ich mich daran erinnern, das war aber eher im Tourenwagensport, dass Autos ein mechanisches Schwungrad hatten, wo die Bremsenergie in ein Schwungrad erst angetrieben hat und das wurde dann sofort nach der Kurve wieder abgegeben. Das ist sogar Audi gefahren in Le Mans, genannter Schwungrad-Energiespeicher. Das ist ein riesen Schwungrad, das muss also horizontal liegen, wegen der Massenträgheit. Wenn man einen Kreisel hat, der so rotiert, gibt er das Auto nochmal wieder auf das Fahrverhalten des Autos. Und so war das auch. Praktisch da, wo der Beifahrersitz war oder ist oder sein sollte, da war dieser Schwungradspeicher. Der war natürlich verbunden mit einem Motorgenerator. Und wenn der jetzt verzögert hat, hat diese elektrische Energie, die man dabei gewinnt, diesen Schwungradspeicher bis 40.000 Umdrehungen hat er gemacht, tief im Vakuum, damit er halt möglichst lang frei laufen kann. So, und wenn es dann auf die Geraden gibt, wurde dieser Schwungradspeicher wieder abgebremst durch den Generator und der hat wieder Strom in die Batterie zurückgeliefert. Da sagt natürlich jeder, ist doch toll, ist ja genial. Nur, ist klar, das Ganze wiegt unglaublich viel. Das Schwungrad, Das sind, glaube ich, 2 Jahre gefahren und dann wurde es wieder
eingestampft, weil der Aufwand einfach zu groß ist. Ja, es gab ja auch Hydraulikspeicher, Luftspeicher, Riesenflaschen, wo man Öldruck gespeichert hat und dann mit Ölmotoren praktisch gefahren ist. Aber es bleibt nur das Einfache übrig und das setzt sich auch zum Schluss immer durch. Ja. So, wir müssen noch mal kurz ein bisschen über die Charakteristik oder Leistungsentfaltung von Rennmotoren. Ja, eine Viertelstunde oder fast. Wie bitte? Wir haben schon über ein deutlich. Oha, ja, stimmt, eine Stunde reden wir schon. Ruf die Frau zum Mittag. Sollen wir Schluss machen? Nein, heute nicht. Nein, okay. Ich habe noch eine Frage zur Charakteristik von Motoren. Ich war neulich bei Brabus. Das ist ja auch faszinierend, was die da veranstalten. Und Sie kennen natürlich den technischen Entwicklungsleiter, ja. Das ist der Ulrich Goffré. Ja. Und mit dem habe ich also ganz tolle 2 Tage verbracht und durfte auch einiges fahren, unter anderem einen 900 PS starken Rocket, was natürlich faszinierend ist. Und der hat gesagt, die haben immer Kunden, die kommen immer und sagen Leistung, Leistung, Leistung. Ja. Und er sagt, wenn er sich mit denen unterhält, dann weiß er nach 2 Minuten, die wollen gar keine Leistung, die wollen eigentlich nur Drehmoment haben. Die wollen Drehmomentmotoren, die natürlich von unten rausgehen. Und er sagt, 98% des Straßenbetriebs wird auf Drehmoment gefahren, nicht auf Leistung. Ja. Beim Motorsport ist das ja anders. Die Autos haben eigentlich im Verhältnis, glaube ich, gar nicht so viel Drehmoment wie eher auf Leistung und Drehzahl gebaut, oder? Warum macht man das da so? Naja, das geht, wenn Sie einen Saugmotor haben, der 19.000 dreht, der hat ihre Leistung bei 18.000, 19.000, aber wenig Drehmoment. Mhm. Deswegen muss man mit der Übersetzung halt das dann so machen, dass man hauptsächlich da oben rumfährt bei diesen hohen Drehzahlen. Das waren echte Säufer, ne? Diese hochdrehenden Rennmotoren. Man musste mindestens 200 Liter Sprit da mitnehmen. Und die Turbos, die haben das Problem nicht, weil die drehen viel niedriger. Mhm. Die Turbos drehen heute so maximal 13, 13,5. Von daraus ergibt sich, dass die vom Wirkungsgrad her sehr viel besser sind. Aber diese Saugerhand hatten alle nicht. Auch diese Hochdrehen mit der Irrenleistung hatten wenig Drehmoment. Aber das stört den Rennfahrer nicht, weil dann kriegt er halt ein Getriebe, wo er dauernd oder schaltet eh von selber, dauernd mit diesen hohen Drehzahlen fährt. Und die haben recht, die Drehmoment von unten heraus ist das, was der Mensch braucht. Das kann übrigens fairerweise der Elektromotor wirklich, wirklich gut. Das kann er gut, das stimmt. Er hat von unten heraus wirklich das Drehmoment, das dann irgendwo die Verbrenner irgendwo weiter oben haben. Ja, faszinierend. Gab es mal Fahrer, also ich meine, Sie haben ja auch Rennfahrer erlebt, die irgendwann Sie mal gebeten haben, vielleicht mal ein bisschen Leistung wegzunehmen, weil es ihnen zu viel wurde? Nein, es war lustig, dass ja diese in der ersten Turbo-Ära hat man ja dem Fahrer eine Art Dampfrad. Der B5 Turbo bei Alpina hatte das auch. Der hat das auch, ja. Das sieht so toll aus, wie das da an der Ecke dran ist. Das war so ein Druckregelventil. Mhm. Mit dem konnte man einstellen, wie hoch der Ladedruck ist. So, und wenn der Rennfahrer jetzt nicht schnell genug war mit seinem Turbo, am Fahrer kann es ja nicht liegen. Es kann nur am Motor liegen. Das Erste, was er macht, mehr Ladedruck, bis der Motor kaputt ist. Ja. Aber das soll man nicht machen, dass man dem Fahrer überlässt, wie viel Ladedruck er fährt, sondern das muss von vornherein klar sein, wie viel Ladedruck man machen kann. Die neuen Turbos haben so etwa 3,5 Bar Ladedruck und dann hält er und also das dem Fahrer zu überlassen, wie viel, das war er mal. Das kann sollte man heutzutage lassen. Die Fahrer haben halt ja immer natürlich, wenn er nicht schnell genug ist, denken die nicht dran, jetzt am Fahrwerk zu arbeiten oder an der Aerodynamik, sondern das Erste ist immer der Motor. Ich muss ja immer so lachen, wenn die Reporter bei so Formel 1 reden und sagen, schau, wie schnell der auf der Geraden ist, der hat viel mehr Leistung. Das ist ein Witz. Ne? Um deutlich schneller zu fahren, so bei 300 Stundenkilometer, brauchen sie so irre viel mehr Leistung, dass das sichtbar wird. Ne? Das ist die Aerodynamik. Ne? Ah, okay. Das ist auch interessant. Das kam mal auf in irgendwelchen Artikeln über Bugatti, wenn die gesagt haben, die 400 km/h zu erreichen. Ne? Oder das, also tatsächlich von 380 auf 400 braucht man, was Sie sagen, so viel mehr Leistung. Ja, ja, sicher. Unvorstellbar. Ne? Weil das geht alles so mit der dritten Potenz hoch. Ne?
Aber die Reporter meinen halt immer, wenn einer schneller ist, hat er mehr Leistung. Und kann sein, aber meistens ist es nicht die Motorleistung, sondern meistens ist es die Aerodynamik, wo man diese höhere Geschwindigkeit viel leichter holen kann als mit ein paar PS mehr oder weniger. Wirklich ein komplexes Zusammenspiel und das ist ja immer faszinierend eigentlich. Ne? Gerade speziell die Aerodynamik, wobei die Aerodynamik natürlich aus Zuschauersicht schwer zu begreifen ist. Also selbst Reporter, wie Sie sagen, begreifen es nicht. Und das ist, glaube ich, auch das, was den Motorsport nicht kaputt macht, aber natürlich macht es das schwierig zu folgen, weil eben genau, was Sie sagen, es ist natürlich einfacher zu verstehen, wenn das die Motorleistung ist, als wenn man sagt, oh, da ist noch ein komplexer Flügel vorne dran, der dafür sorgt, dass man das letzte Rennen war ja weder auf dem österreichischen Fernsehen übertragen noch im Deutschen, sondern auf Servus TV. Hatten eigentlich irre Einschaltquoten. Okay. Der Herr Wegscheider wird sich fürchterlich freuen. Und da hat der Hültenberg war Co-Kommentator. Mhm. Und da hat er auch gesagt, schaut euch einmal die Autos, man sieht sie oft genau von der Seite, wie das Auto zur Fahrbahn steht. Es war immer schon oft so, dass Red Bull immer das Auto hinten höher gestellt. Also es liegt nicht parallel zur Fahrbahn, sondern hinten höher und vorne möglichst tief. Okay. Das macht man deswegen, weil man durch den Diffusereffekt einen höheren Anpressdruck nach unten bekommt. Okay. Jetzt stellt sich das heraus, was ich ja immer schon vermutet habe. Mercedes war ja vor der Turbo-Ära ein Nobody. Das war ja erschreckend, wie schlecht sie waren. Wobei dann mit der Turbo-Ära der volle Durchbruch kam. Also eh klar, es kann nur der Motor gewesen sein. So, und die Befürchtung, es war eigentlich immer schon so, dass Red Bull von der Aerodynamik, das ist ja dieser Newey, der wirklich ein begnadeter Aerodynamiker ist, besser war. Das heißt, Red Bull hatte sicher auch diese ganzen Jahre hindurch aerodynamisch das bessere Auto als Mercedes. Nur die Überlegenheit des Mercedes-Motors war so groß, dass sie dann halt mit mehr Flügel, weil sie mehr Leistung hatten, eben auch wieder mehr Anpressdruck. Und jetzt stellt sich plötzlich heraus, wo der Honda-Motor wohl stark am Mercedes-Motor dran ist von der Leistung, dass plötzlich der Herr Verstappen schneller war als Mercedes. Und nur ein fürchterlicher Fehler vom Verstappen, indem man den außen überholt hat und dann wieder zurück musste und die Reifen verdreckt waren, haben den Sieg von Red Bull beim letzten Rennen verhindert. Und der Hamilton hat es derartig clever gemacht. Er wusste, dass der wieder zurück ist, dabei absichtlich langsam gefahren, bis er wieder vorn war. Und dann hat er wieder voll beschleunigt und so konnte sich so über die letzten 2-3 Runden dahin retten. Also ich glaube, Mercedes muss jetzt viel machen. Aerodynamisch, am Motor sind sie sicher nach wie vor top, damit nicht Red Bull wirklich, wenn der Verstappen eine Runde auf die nächste Gerade gewartet hätte, war er hinter ihm. Da wäre der so an ihm vorbeigefahren mit dem flachgestellten Flügel und er hätte das Rennen locker gewonnen. Man soll jetzt nicht nachdenken, wie viel er dabei gedacht hat, als er da außen rumfuhr und dabei neben dem Track war. Also er hätte das Rennen locker gewinnen müssen und die Gesichter der ganzen Red Bull-Mannschaft nach dem Rennen war ja auch etwas deprimierend, würde ich sagen. Sehr interessant, wie es jetzt dann weitergeht. Ja, bin ich auch. Also ich finde auch der Verstappen, ich meine, das ist immer so ein bisschen manchmal der Buhmann so in den letzten Saisons gewesen, aber ich finde das ja ganz gut, wenn er ein bisschen Feuer unterm Dach ist. Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass der Lewis Hamilton, der ist schon Vollprofi, ne? Und der ist da, wenn er gebraucht wird. Also der erkennt jeden Fehler von seinem Gegner und in dem Moment ist er zu 110% da und nutzt jede kleine Lücke aus. Er ahnt nicht umsonst, wird einer 7-mal Weltmeister. Ganz genau, das ist das. Immer, ne? Die ein bisschen denken können auch, und Schumacher natürlich, die sind deswegen Weltmeister, weil sie nicht immer nur Horuk und möglichst schnell und überall durch, sondern eben auch sich überlegen während dem Rennen, wo kann ich überholen, wo nicht. Und da ist der Hamilton zurzeit unerreicht. Das Maß der Dinge. Das hat
finde ich Sebastian Vettel vielleicht so ein bisschen verloren, weil der ist manchmal nachher ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand gewollt, weil er Und technisch er nicht so kommt, ganz gut glaube ich, mit war. dieser ganzen Turbotechnik nicht so. Also da hat er ja letztes Jahr schon ein paar Mal gemacht, dass er einem hinten reingefahren ist. Ja. Das ist ja auch durch diese Hybridtechnik wird ja auf der Geraden dann, wenn man Strom hat, zusätzlich beschleunigt. Das heißt, der Elektromotor neben dem Verbrennungsmotor treibt dann den Verbrenner mit an und jetzt hat er mehr Leistung. Und deswegen verschiebt sich oft die Endgeschwindigkeit am Ende einer Geraden. Wenn er viel Strom hat, ist er schneller. Wenn er wenig Strom hat, ist er langsamer. Vielleicht kommt damit der Vettel nicht so richtig zu Rande, indem er das unterschätzt, wie viel schneller die Rennfahrer nehmen sich ja immer einen Punkt, ab dem sie bremsen, ne? Irgendein Spiel, 200 Meter oder was, und da bremsen sie. Ne? Aber wenn jetzt das Auto unterschiedlich schnell ist, dann langt es oft nicht mehr. Ne? Also es setzt das schon auch Nachdenken voraus und der Hamilton ist da momentan unglaublich clever. Und der ist ja letztes Jahr, glaube ich, nicht einmal, der hat in jedem Rennen gepunktet. Ja, der hat irgendwie, ist der Vetter so fehlerfrei, ne? Ja, ist und der ist auch praktisch nie in Kollisionen verwickelt. Ne? Wären Sie eigentlich aus Ingenieurssicht für Roboterfahrzeuge, die gegeneinander fahren, wo wirklich nur noch die Ingenieure zählen? Um Gottes Willen. Ja, auch was. Ich habe gerade gelesen über die ersten Versuche von so selbstfahrenden kleinen Bussen. Ja. In der Schweiz und in Österreich fährt auch so eine katastrophale Ergebnisse. Tatsächlich? Da fällt ein Blatt vom Baum runter und der legt sich vor den Radarsensor. Das Auto macht eine Vollbremsung und die Passagiere fallen durch die Gegend. Ne? Oder Schnee ist ganz schlecht, wenn sich, ja, das stimmt, das wenn stimmt. Sich dann so Schnee vor diese Sensorik legt. Ne? Also es ist unglaublich schwierig und ich glaube es ja nach wie vor nicht, dass wir diese voll selbstfahrenden Autos kriegen, weil man diese vielen Imponderabilien, die kann man nicht alles simulieren. Und deswegen ist es ein ganz, ganz harter Weg. Und die ersten Versuche, sowohl in der Schweiz wie in Österreich, sind katastrophal. Und das ist ja immer, die fahren eh nur 12 Stundenkilometer. Die fahren eh schon ganz langsam, damit nicht allzu viel passiert. Und trotzdem, also jetzt sagen sie, naja, die nächsten 10, 20 Jahre vielleicht. Ne? Mal gucken. Ist ja auch immer noch eine Haftungsfrage, ne? Ja. Professor Indra, es war ein großes Vergnügen. Ich weise gerne noch mal auf Ihr Buch hin, Formel-1-Motoren. Das kann man nämlich tatsächlich noch kaufen. Die anderen gibt es nur noch gebraucht und vielleicht demnächst bei mir mal zu gewinnen. Das hier, davon habe ich nämlich zwei versehentlich gekauft. Ja, ich kriege leider nichts dafür, Herr Arndt. Dafür kriegen Sie nichts? Nein, um Gottes Willen. Aber die gibt es doch noch neu. Aber es ist, aber mir fehlt das, Moment, mir fehlt das Kapitel Elektromotoren. Ach so, zweite Auflage 1997. Auch schon ein paar Tage älter. Aber es geht um ältere Motoren und es ist wirklich toll geschrieben. Und das finde ich, Sie schreiben also auch in den Büchern für Nicht-Techniker, schreiben Sie es sehr verständlich. Und es ist immer ein großes Vergnügen, was von Ihnen zu hören und zu lesen. Und ich verspreche Ihnen, ich werde kein Buch schreiben über Elektromotoren. Obwohl es so ein schönes Drehmoment. Obwohl, vielleicht ist das was für no. Sebastian Vettel. Ein no. vorhersehbarer Motor, der von unten rauskommt. Ja. Können wir ihm ja mal vorschlagen. Ja. In dem Sinne, Herr Professor Indra, ich wünsche Ihnen schöne Ostern, bleiben Sie gesund. Das ist übrigens hier, die erste Impfung hat er hinter sich und er lebt immer noch. Das ist ja, viele, viele haben ja geschrieben, als Rainer Braun gesagt hat, ich lasse mich jetzt impfen, haben wir unzählige Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, da stirbt man von. Nein, man kann es auch überleben. Hier ist der Die erste, aber eigentlich wird es bei der zweiten ein bisschen kritischer. Naja, gut. Also ich gehe jetzt trotzdem davon aus, dass wir auch nach Ihrer zweiten Impfung mal wieder hier zusammenkommen und irgendwann beantworten wir nochmal hin und wieder ein paar Hörerfragen. Naja, es gäbe ja noch beim Durchsicht meiner Vorlesung, es gäbe ja auch noch viele Fehlentwicklungen bei den Rennmotoren. Wir haben ja einige schon gehabt bei Serienmotoren. Also bei den Rennmotoren gibt es auch einige Beispiele, wo man sich sagt, wie konnte einer überhaupt da einen Bleistift in die Hand nehmen? Müssen wir auch nochmal drüber reden. Ich freue mich drauf. Herr Professor Indra, vielen Dank. Bleiben Sie gesund. In dem Sinne. Tschüss. Danke. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.